und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Ja, ein Bekannter von mir, der hat sogar Folgendes gemacht. Der wollte aus bestimmten Gründen einfach ein Fertighaus bauen, wobei die ja heute teurer sind als Stein auf Stein. Ja, das war früher mal anders. Und die haben ja mittlerweile auch von der Architektur, sind die ja so ausgefeilt und ausgeklügelt, dass sie das eigentlich gar nicht mehr sehen können, ob das ein Fertighaus ist oder nicht. Ja? So, und der hat wirklich ein Dreivierteljahr ist der durch ganz Deutschland gegurkt und hat sich die ganzen Fertighausaussteller, Bauträger angeguckt und hatte dann einen richtig guten und mit dem feste Fristen und alles Mögliche vereinbart. Und das war jetzt in dem harten Winter, letztes Jahr, vorletztes Jahr, also wo wir wirklich ja fast 5 Monate Schnee hatten. Ja, und dann sind die da bei 40 cm Schnee, sind die mit ihren LKWs da angerückt. Und er sagte so, ups, also, ja, ob das jetzt was wird, ne. Die hatten also einen dreifachen Zeitaufwand, weil die Baubedingungen schwieriger waren. Und er sagte auch, wenn die gekommen wären und gesagt hatten, Mensch, wir haben uns jetzt ein bisschen verkalkuliert, würden sie sich beteiligen, dann hätte er was auch gemacht. Aber sie kamen nicht und von daher hat er es auch nicht gemacht. Also das war wirklich sensationell. Also da waren wirklich ätzende Bedingungen auf dem Grundstück. Das muss man gucken. Auf der anderen Seite war es eben auch kein ganz billiger. Das ist dann wieder Geschmackssache. Ne? Die haben termingerecht abgeliefert, ein super Haus dahingestellt. Ich würde lieber mehr Zeit investieren und mir da wirklich einen richtig guten Bauträger aussuchen. Ich glaube, da sind Sie besser mit bedient als mit einer Rechtsschutzversicherung. Ja. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung. Alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!